Ich grüße euch alle ganz herzlich, heute hier wieder aus meinem Stille-Zeitsessel. Habt ihr so etwas auch mal gehabt, ein Poesiealbum? Ich habe meins mal wieder hervorgeholt und wenn man drin blättert, kann man ganz wunderbar poetische Worte finden wie: Wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen und die Mäuse Katzen fressen, dann erst will ich dich vergessen. Solche Worte und andere schöne findet man darin und natürlich auch die Erinnerung an ganz viele Freundschaften der damaligen Zeit. Und einer meiner besten Freunde, Matthias, der hat dort auch hineingeschrieben. Und hier seht ihr mal so ein Bild von ihm. Und er hat hinzugefügt den Satz: Lass uns immer Freunde bleiben. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Wir sind nun 43 Jahre miteinander befreundet und durchs Leben gegangen. Eine total lange Zeit, eine absolut schöne Freundschaft. Wir haben so viel Schönes miteinander erlebt, sind wirklich durch dick und dünn gegangen. Ich durfte ihn zum Beispiel trauen, seine Kinder taufen. Ich war Taufpate seiner Tochter und viel, viel mehr. Wir haben unheimlich viel Schönes erlebt und ich hoffe, es bleibt auch so, dass wir immer Freunde bleiben. Freundschaften sind wirklich ein Geschenk Gottes. Und das wird in der Bibel auch immer wieder hervorgehoben, zum Beispiel in der Weisheitstradition des Alten Testaments. Da heißt es zum Beispiel in den Sprüche 17,17, ein guter Freund, eine gute Freundin steht immer zu dir und ein Bruder, eine Schwester ist in Zeiten der Not für dich da. Also hier wird schon mal Freundschaft charakterisiert, dass man füreinander da ist, dass man ein ganz enges Verhältnis hat, so wie in einer Familie. Man ist wie Bruder und Schwester. Und Jesus Sirach lehrt, ein treuer Freund, eine treue Freundin ist nicht mit Geld oder Gut zu bezahlen. Und sein Wert ist nicht hoch genug zu schätzen. Ein treuer Freund ist ein Trost im Leben. Eine treue Freundin ist ein Trost im Leben. Wer Gott fürchtet, der bekommt solchen Freund, eine solche Freundin. Also wer Gott Ehrfurcht entgegenbringt, wer ihm vertraut, dem beschenkt Gott auch mit Freundschaften. Also ein Freund, eine Freundin ist etwas besonders Enges, eine besonders enge Beziehung, die wie Familie ist, wie erweiterte Familie. Und manchmal ist man sogar im Alltag einander dichter dran als die eigene Familie. Im Alten Testament wird ja eine besonders berühmte Freundschaft beschrieben, nämlich zwischen David und Jonathan. Und über deren Freundschaft heißt es, ihre Herzen verbanden sich miteinander. Also es ist eine ganz enge Beziehung, eine ganz besondere Art und Weise in der Freundschaft, auch Liebe zu leben und miteinander zusammen den Weg des Lebens gemeinsam zu gehen. Aber unsere Freundschaften erinnern uns ja auch immer wieder an unsere große Freundschaft, die wir mit Gott haben können. Jesus sagt im Johannesevangelium: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Es ist unglaublich, Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dich und mich so viele Wunder gewirkt hat, will wirklich unsere Freundschaft. Er will ein Freund, eine Freundin von uns sein. Es ist unglaublich. Und er tut das durch Jesus. Und Jesus sagt, ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater weiß. Also es ist ein besonderes Vertrauensverhältnis, wie wir es auch haben in unseren menschlichen Freundschaften. Gott möchte eine ganz enge Freundschaft mit uns leben. Und das ist unheimlich schön. Und Jesus sagt, diese Freundschaft geht für mich sogar so weit, dass ich alles gebe für euch. Ich gebe sogar mein Leben. Und das hat er auch getan, als er ans Kreuz gegangen ist. Er sagt, es kann doch nichts mehr geben, als dass ein Freund, eine Freundin sein Leben für den anderen gibt. Und das hat er getan, indem er für uns gestorben ist und indem er für unsere Schuld eingestanden ist und indem er den Tod besiegt hat. Das hat er für uns getan aus Freundschaft, damit wir wissen wirklich, wie er zu uns steht, damit wir wissen, wie sehr er uns lieb hat. Nun müssen wir in unseren Freundschaften nicht jeden Tag unser Leben füreinander geben. Das ist auch Gott sei Dank gut so, aber wir können uns immer wieder an dieser großen Freundschaft Gottes orientieren, dass wir
Vertrauen weiter ineinander investieren, dass wir füreinander da sind, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir uns austauschen, dass wir uns helfen immer wieder. Denn Freundschaften müssen natürlich auch gepflegt werden, genauso wie die Beziehung zu Gott natürlich auch gepflegt werden muss. Also immer wieder miteinander im Kontakt sein, Vertrauen erneuern, Liebe investieren. Mein Freund Matthias, der hat heute Geburtstag und ich freue mich schon, wenn ich ihn nachher anrufe, dass wir wieder uns austauschen, miteinander schnacken können. Das ist immer was ganz besonders Schönes. Wo kannst du deinem Freund, deiner Freundin heute was Gutes tun? Du kannst ja mal überlegen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen guten Start in den Tag und Gottes Segen. Alles Gute und bis bald. Tschüss.